Servus Leute, im heutigen Video geht es um Escape from Tarkov Arena. Am Wochenende auf der TwitchCon in Las Vegas war ein Showturnier mit geladenen Streamern. Die Devs haben auch gespielt und es gab einiges zu sehen. Und was ich gut fand, was mir aufgefallen ist, was ich nicht so gut fand und natürlich, wann wir Arena erwarten können, alles in diesem Video. Viel Spaß! Zuerst die wichtigste Info. Escape from Tarkov Arena, die Closed Beta, startet Anfang Dezember. Das hat Nikita in dem Interview bestätigt, das haben sie im Twitch-Chat angepinnt und bestätigt. Ich würde es also als angekündigt bezeichnen. Und alle, die EOD haben, also die Edge of Darkness Edition von Escape from Tarkov, die haben Arena schon gekauft sozusagen, die haben es dabei, müssen es nicht extra kaufen. Alle anderen müssen Arena extra kaufen, kostet glaube ich so wie 40 Euro. Und ja, so viel dazu und jetzt schauen wir uns dann mal an, was ich gut fand, was ich schlecht fand. Ihr seht im Hintergrund schon ein bisschen Gameplay. Und es gab 4 Matches und ein Showmatch. Die Devs gegen Content Creator, da war unter anderem Summit da. Und dann war Landmark und Willers waren da und ein paar andere Streamer. Und die haben da in einem kleinen Turnier gegeneinander gespielt an 2 Tagen. Und das Ganze wurde gecastet. Landmark hat es unter anderem auch selber gestreamt. Ich habe mir den Cast angeschaut und den Stream von Landmark. Und mir ist aufgefallen, es ist auf dem Cast, es ist ein bisschen, ja, wild gewesen, ein bisschen unübersichtlich, man hat ein bisschen die Action nicht so gut mitbekommen, aber war recht unterhaltsam. Es ist natürlich unübersichtlich, weil es sind recht kleine Maps und wurde 5 gegen 5 gespielt. Ich würde mir wünschen, dass im späteren Spiel, dass das vielleicht nicht 5 gegen 5 ist, sondern 3 gegen 3, würde, glaube ich, besser passen. Und man muss auch sagen, bei einem neuen Spiel ist das Casten natürlich nicht so ausgereift. Das heißt, die Observer, die Leute, die das zusammen, ja, die das spectaten sozusagen und dann die Bilder liefern, die müssen da auch erst wissen, wie das läuft und wo man hinschauen muss und dass man die Action wirklich mitbekommt. Die Caster müssen sich drauf einstellen. Und man kann das jetzt noch nicht mit einem CSGO vergleichen oder so, wo das einfach durchprofessionalisiert ist. Das ist ja absolut noch nicht der Fall. Also es war ein bisschen schwer, der Action zu folgen. Deswegen habe ich dann auch viel Landmark seine Sicht geschaut. Und dann mit Communication, soll ich mal sagen, zum selber spielen sieht es schon sehr lustig aus. So einfach mal ein bisschen ballern und so. Es wird ja verschiedene Modi geben. 5 Modi wurde, glaube ich, gesagt. Also einmal haben wir hier in dem Turnier diesen Ranked-Modus gesehen oder den Turniermodus. Und es wird auch PvE-Modi geben. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Nee, ich will jetzt gar nicht raten, mir fällt es gerade nicht ein, aber es wird verschiedene Modi geben, auch so ein PvE-Modus, wo man dann gegen immer mehr Wellen von Scavs und sowas fighten muss, so hört sich das für mich an, also da habe ich schon Bock drauf, sicherlich eine gute Sache und natürlich hier diesen Turniermodus. Beim Spectaten muss man auch sagen, man sieht es jetzt gerade hier im Hintergrund, es gibt diese Spectator-Cam, da sieht man unten ein paar Anzeigen von den Teams und sowas. Ich glaube, wenn sie jetzt hier gerade so zuschauen, so First Person, das war nicht der Spectator selber von Arena, sondern das haben sie von den PCs direkt gecaptured. Also ich glaube, da war vielleicht noch nicht alles fertig oder so. Merkt man daran, dass sie das direkt von den PCs gecaptured haben, weil wenn jemand in die Einstellung gegangen ist oder so, dann hat man das auch gesehen. Das heißt, der Spectator-Modus sieht so nicht aus und ist vielleicht auch noch nicht fertig und noch nicht ausgereift. Ich würde mir wünschen, dass man einfach mehr Statistiken hat von dem eigenen Spieler, von dem Spieler, den man gerade sieht. Wie viele Leute noch leben und so, das wäre wichtig, aber ich denke mal, es wird noch kommen. Es war auch ein bisschen unübersichtlich, weil man halt die Maps selber einfach noch nicht kennt und es auch keine Overview-Map gibt oder so. Das würde ich mir auch vielleicht ein bisschen für den Spectator-Modus wünschen. Auf jeden Fall ist das Game sehr schnell, die Runden dauern 1,5 Minuten und es ist, ja, Team Deathmatch bzw. Last Man Standing, man respawnt nicht, sondern man, die 5 gegen 5, die rennen ineinander ein und wenn die 5, wenn die 1,5 Minuten rum sind, dann spawnt ein Objective, ja, oder eine Flagge. Die muss man einnehmen. Wenn man die einnimmt, hat man gewonnen. Man muss sich da einfach 10 Sekunden reinstellen. Und ja, das ist halt dafür, um die Leute dann zusammenzutreiben. Und wenn sich keiner in diese Flagge stellt, dann kommt die Cleanup-Crew. Es wurde auch einmal provoziert und es sind dann letzten Endes Raider und sehr starke Scavs und sowas, die dann einfach, ja, die Map aufräumen, bis halt jemand in den Punkt geht oder auch nicht und dann die Runde vorbei ist. Aber letzten Endes sind es sehr schnelle Runden. Es kommt selten zu dieser Cleanup-Crew, also die Maps sind so klein, man findet sich und man muss sich schon sehr zurückhalten, dass man ja da nicht aufeinander trifft. Da müsste schon jeder einfach in der Ecke sitzen. Und es ist einfach sehr kurzweilig, es sind bloß Close-Range-Fights. Leider war diese Woods-ähnliche Map nicht zu sehen, auf die habe ich eigentlich gehofft. Die war ein bisschen weitläufiger. Aber es waren bloß 3 Maps zu sehen. 2 davon habe ich selber auf der Gamescon gespielt. Die sind sehr, sehr klein. Da rennt man im Prinzip 5 Sekunden in die eine Richtung und hat Gegnerkontakt. Und
Von daher, es ist bloß Close Quarter bis jetzt. Vielleicht gibt es dann auch noch größere Maps. Haben sie gesagt, dass es auch ein paar größere gibt, aber die waren leider nicht zu sehen. Dann ein paar Sachen, die mir noch aufgefallen sind. Der Painkiller-Effekt, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, ist in Arena nicht so wie in Tarkov. Also dieses, dass alles so grau wird und dass alles so verschwimmt, ist in Tarkov nicht der Fall. In Arena nicht der Fall, weil es würde auch viel kaputt machen. Ich glaube, jeder, der Tarkov nicht kennt oder auch Leute, die Tarkov kennen und dann Arena dauerhaft mit Painkiller spielen und dieser Effekt dann da ist, es würde das Game einfach ja, sehr schlimm aussehen lassen und wäre sehr unangenehm. Deswegen BSG hat schon so weit gedacht, den Painkiller-Effekt da rauszunehmen. Und ich hoffe, das wird auch so bleiben. Auf der TwitchCon wurden auf jeden Fall bessere Kits gespielt als auf der Gamescom. Auf der Gamescom bin ich mit einer UBMP und einem Ushanka herumgelaufen. Hier auf der TwitchCon sieht man, die hatten schon immer die gute Ammo und auf jeden Fall geupgradete ja, Presets, wenn man so sagt. Und wie das genau läuft mit dem Upgraden von Presets oder ja, wie man sich das freispielt, da wird es eine Progression geben, nehme ich an. Aber wissen wir noch nicht genau. Aber auf jeden Fall hier war zu sehen, dass es auch wirklich viel ja, Meta-Gear in der Arena gibt. Früher oder später und am Anfang halt eher ein bisschen niedrigeres Gear. Beim Showmatch Devs gegen Content Creator, da ist Nikita zum Beispiel mit Toss rumgelaufen. Also solche Waffen wird es am Anfang auch geben. Kann man wohl auch wählen, ob es Sinn macht, ist danach mal wieder was anderes. Hier im Hintergrund sieht man auch gerade dieses Objective, wie es gecaptured wird, wo es da gerade drum geht. Und ich kann euch bloß empfehlen, schaut mal selber rein. Schaut mal rein in die WOTS, die verlinke ich euch unten. Und auch, ja, Landmark hat es auf YouTube hochgeladen, das werde ich euch unten auch verlinken. Schaut es euch an, spult mal durch, es sind ein paar Stunden, wo man da reinschauen kann. Wie gesagt, sind drei sehr kleine Maps, leider keine großen Maps. Und macht euch einen eigenen Eindruck. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Und zum selber spielen wird es eine gute Abwechslung zum normalen Tarkov, aber ich werde jetzt kein reiner Arena-Spieler sein. Ich denke mal, beides zu spielen, das wird der richtige Weg sein. Aber abwarten. Anfang Dezember können wir es dann selber spielen. Und ich hoffe, dass es da keine Delays gibt. Man weiß ja nie bei BSG, aber das hört sich schon recht sicher an. Und auch so, wie was man jetzt sieht, ist das Game schon recht weit entwickelt. Und dann Anfang Dezember können wir alle selber reinschauen. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outside. Da würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. Und in dem Sinne, macht's gut und bis dann.